Lieben, ich habe eine Frage an euch. Und zwar möchte ich gerne mal von euch wissen, wie ihr in folgender Situation reagiert hättet. Also bei uns war es gestern so gewesen. Ich habe ganz spät abends, nach 22 Uhr, war ich nochmal draußen gewesen und habe dann gesehen, wie ein älterer Herr zwei vollgepackte, richtig knacke vollgepackte Müllbeutel angeschleift hat bei uns auf dem Hof. Ich muss dazu sagen, derjenige wohnt nicht bei uns. Und er hat seine vollgepackten Müllsäcke bei uns in die Tonnen geworfen. Ich habe das gesehen, ich bin hingegangen und habe ich gemeint, so guter Herr, ich kenne Sie nicht. Sie wohnen nicht hier. Nehmen Sie doch Ihren Müll bitte wieder mit, weil unsere Tonnen sind permanent voll. Und wir sind hier Mieter und wohnen auch hier im Haus und wollen auch gern unseren Müll entsorgen. Und ich laufe auch nicht mit meinen Müllsäcken durch die Gegend und werf sie irgendwo anders rein. Wir zahlen ja schließlich auch für die Müllentsorgung. Ja, also ich habe dann so reagiert. Ich habe darauf bestanden, dass der Herr seinen Müll wieder aus der Tonne holt und bitte wieder mitnimmt und habe ihm noch einen schönen Abend gewünscht. Ich bin auch so lange dabei stehen geblieben. Ja, jetzt hat man damit sicher verschiedene Meinungen. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Hättet ihr ähnlich reagiert? Hättet ihr auch dem Mann wieder seinen eigenen Müll mitnehmen lassen? Ja, sagt es mir mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt. Aber Sachen gibt's, ne? Da läuft er wirklich mit zwei vollen Säcken Müll durch die Gegend und wirft die bei uns rein. Ja, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Sagt mal, wie ihr reagiert hättet. Bye bye, habt einen schönen Tag.